So. Aber das kriegst du jetzt noch. So eine schöne Stein... ich brauche nur einen gepolierten... Wo ist mein Meißel? Habe ich meinen Meißel geschrottet? Ach, bitte nicht. Komm schon. Ich brauche meinen Meißel. Meißel? Wo baue ich nochmal einen Meißel? Verdammt. Jetzt mal ohne Mist, wo baue ich den Meißel? Meißel? Da! Einfache Dinger und ein Stöckchen. Ich gebe jetzt erst das Necronomicon ab. Das wird mir jetzt gerade ein bisschen too much hier. Das wird mir ein bisschen too much. Necronomicon. So. Auf jeden Fall habe ich für die nächste Aufnahme wieder einiges vorzubereiten. Schon allein für dieses Wachstumszeugs. Spitzendünger. So. Ja, ich konnte es nicht ganz fertigstellen. Hier, bitteschön. Hier ist das Necronomicon. Hier ist dein Buch, Schlange. Ich bin beeindruckt. Du bist wirklich talentiert. Aber du bist ja auch unsterblich. Das Leben ist nicht fair. Gib mir das Buch. Wow. Dieses Ritual ist komplizierter, als ich dachte. Furcht in die Herzen, ein Brunnen voll Blut, eine Ansammlung der Sünde. Ich werde dieses Ritual nie beenden können. Ich werde ihn nie sehen. Gib nicht auf. Ich habe auch eine schwierige Aufgabe. Ich weiß, wie du dich fühlst. Du musst an dich glauben. Du schaffst das schon. Du bist ein gefährlicher, skrupelloser Schurke. Wenn nicht du, wer sonst sollte dieses Ritual vollenden? Du hast recht. Ich hasse es, wenn andere Leute recht haben. Aber in diesem Fall könnte ich wohl etwas Hilfe gebrauchen. Eine Hand wäscht die andere, weißt du? Ich will erstmal dein Notizbuch. Mir ist aufgefallen, dass du ein endloses Notizbuch bei dir trägst. Ich brauche es für etwas sehr Wichtiges. Ich brauche es selbst für ein Ritual, um meine Geliebte zurückzubekommen. Das verstehe ich nur zu gut. Vielleicht besser, als du dir vorstellen kannst. Dieses Buch ist das einzige, was mir noch aus meiner Kindheit übrig geblieben ist. Im Waisenhaus wurde uns nicht erlaubt, etwas zu besitzen. Als sie mich aus dem brennenden Haus zogen, hielt ich es in meinen Händen. Dieses Buch bedeutet mir viel. Die Seiten dieses Buch werden nie ganz voll. Ich schreibe alles hier nieder und viele Seiten waren bereits voll, als ich angefangen habe. Ich frage mich immer, worum es bei diesen Notizen geht. Waren die Leute, die sie niedergeschrieben haben, glücklich? Weißt du was? Wenn mir das Ritual gelingt, kannst du das Buch haben. Ich werde es dann nicht mehr brauchen. Ach so. Ja lol, schön. Boah. Wegen des Rituals. Wie kann ich beim Ritual denn helfen, mein Freund? Ich will dir helfen. Du erwiderst den Gefallen doch bestimmt. Klingt akzeptabel. Zuerst müssen wir das Ritual vorbereiten. Dieser Ort muss so gruselig aussehen wie mein altes Waisenhaus. Mein Gefolge soll vor Furcht bibbern. Zum Glück habe ich ja dich. Du hast die Kirche echt toll dekoriert. Dieser Raum sollte dunkler sein und nicht so viele Kreuze haben. Kreuze mag ich überhaupt nicht. Oh, noch eine Sache. Für das Ritual brauchen wir Springbrunnen voll Blut. Zwei davon bitte. Okay, ich versuch's zu Hause. Haben wir einen Feiertag, bei dem es gruselig zugeht? Halloween. Das Dekorieren hat mir da immer Spaß gemacht. Ich denke mir was Gruseliges aus. Du armer Tropf. Also, wir brauchen hier 20 dämonische Punkte. Was? Wie will ich das denn machen? Wegen dieser Halskette. Ach, scheiße. Wie will ich das denn machen? Ich hab doch hier nichts. Oh. Blutbrunnen. That's what she said. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Och Mann, ey. Wirklich jetzt? Wir basteln uns jetzt erstmal einen Eisenmeißel. Jesus Christ.
Die Kirche kann ich auch nicht weitermachen, solange ich diese Statuen nicht habe. Oh, Bananen. Also gerade habe ich wieder so einen schönen Dämpfer gekriegt. So, bam. So nicht. Ich brauche immer noch so eine gelbes Büchelein. Büchelein, oh Büchelein. Ich glaube, das waren 4, ne? Mal schauen. Ich brauche dringend einen Eisenmeißel. Dringendst! Ach so, hier war das ja. Die gehen immer so schnell kaputt, habe ich das Gefühl. Wisst ihr das? So, wir brauchen erstmal einen polierten Stein. Arbeiten. Plopp. Kann ich das machen? Oder auch nicht? Also Fakt ist auf jeden Fall, für nächste Aufnahme darf ich neu kochen. So viel steht schon mal fest. Ich müsste auch weitere Leichen hier an besorgen, sag ich mal. Kinders, ey, das Ding ist so ein Kaliber, ne? Ist unfassbar. Das tötet, Leute, ich sag's euch. Ich könnte normal diese ganzen mickrigen Grabsteine könnte ich wegtun und überall diese dicken, fetten Kreuze draufhauen. Ich glaube, dann hätte ich auch schon fast. Okay, Eisen haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal genug. Im positiven Sinne natürlich. Kohle haben wir mit Sicherheit auch genug. Hätte ich eigentlich überhaupt keine neue Truhe für anbauen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, Marmor wird ja wahrscheinlich auch da reingeliefert. Also von daher ist das einerlei. Hast du mir ein goldenes Ding fertig gemacht, mein Freund? Nein, silbernes. Okay. Kann ich auch mit leben. Guter Mann, guter Mann, guter Mann. Ich gehe mal pennen. Vielleicht probiere ich das jetzt gleich nochmal mit dem Buch. Vielleicht hat man ja diesmal ein bisschen mehr Glück. Das wäre natürlich echt pornominös. So. Aber ich kann das eh noch nicht herstellen, wie gesagt, weil Glaube fehlt. Ich brauche einen Glaube mehr. Aber bisher hat noch keiner meinen Friedhof gelobt, außer die Heiligkeit. Das finde ich so ein bisschen betrüblich. Ich brauche noch eine silberne Seite. Es ist so bitter, dass ich mir ein goldenes Ding fehlt. Naja. Ich lasse Monsieur da oben erstmal schön weiterschreiben. Der macht noch seine Hausaufgaben. Wisst ihr was? Ich lasse den sogar noch ein bisschen mehr nehmen. Fertigen. So. Man muss es ja nicht unbedingt übertreiben, ne? Also, ich bin ja kein Unmensch. So. Gib mir... Ah, alles vorbereiten, damit ich das Kombipaket für die nächste Aufnahme habe. Hoffentlich wirkt das ein bisschen besser. Wie gesagt, ich war mit dem einen, war ich überhaupt nicht zufrieden. So, jetzt brauche ich Kapitel. Bitte, das sind 90%. 90% von Silber. Danke. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Dass man immer bitte... Wait, what? Oh nein. Upsala. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh, Kinders, bitte. 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 Natürlich. Oh, Kinders, bitte. Bitte. Ich brauche ein silbernes und das Ding kostet Stahlteile und ein Bronzebuch. Und dafür brauche ich Gerb... Ach, komm. Wirklich jetzt.
Wirklich jetzt? Och Mann. Wie gewonnen, so zerronnen. Und das ist noch nett formuliert. Mich dünkt. Das war keine gute Idee. So. Ich kann auf jeden Fall jetzt noch zweimal Bestattungsdinger da verkaufen. Dann müsste ich theoretisch genug Geld haben für... Ich mach das echt nicht gerne hier. Seht ihr das, was ich sehe? Der ist wieder super niedrig, der Rotweinpreis. So. Jetzt gucken wir mal. Boah, wenn der den nicht nimmt, ne? Ich fress ein Pferd, wirklich. Da bin ich echt ein bisschen stinkig. Gucken wir gerade noch, dass wir den Tag hier machen. Lass es jetzt klappen, ich schwör's. Wie viel Silber wir dafür dem Wirt gepumpt haben, ne? Das ist unfassbar. Ich armer Tropf, ich habe nur noch 4 Silber. Jetzt wird gespart. Jetzt spare ich wirklich auf die Handelslizenz. Ich habe schon viel zu viel Geld ausgegeben. Eigentlich wollte ich am Anfang nur die Säure kaufen und jetzt habe ich den Rotwein gekauft, weil es mir zu blöd wurde. Dö-dö-dö. Pass auf. Bis ich den Rotwein habe. Scheiße, wo habe ich den hingetan? Wo habe ich den Rotwein? Da. So. Wenn der mir jetzt kommt, ich trinke keinen Rotwein. Ich bin Inquisitor. Ich brauche leuchtenden Wein für meine heilige Aufgabe. Oh. Nein, ja. Hier ist dein Wein, Monsieur. Nicht schlecht. Das ist bestimmt der beste Wein, den Sie je getrunken haben. Bald werden unsere Zellen voller Hexen sein. So. Wie läuft das Geschäft? Woran denkst du? Überlegst du dir, wie du mehr Leute hierhin locken kannst? Einmal haben wir alte Schriftrollen verbrannt, voll mit nutzlosem Kram, Geometrie und so. Aber auf einer von ihnen stand etwas Interessantes, dass wir nämlich nur Brot und Spiele brauchen, um die Menschen glücklich zu machen. Das trifft natürlich nur auf die Heiden zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ohne die Kirche und ohne Gebet ein glückliches Leben führt. Oh, glaub mir, das kann man sehr wohl. Aber was könnte unterhaltsamer sein, als diese bösen Hexen brennen zu sehen? Mir fällt gerade nichts ein. Richtig, aber ich hatte eine Idee. Wir brauchen Brot. Nicht unbedingt richtiges Brot, aber Snacks und Getränke. Du bist doch Geschäftsmann. Wie wäre es, wenn du einen Stand eröffnest? Der Profit gehört auch dir. Aber was sollen wir verkaufen? Na, Bier natürlich. Bier passt immer gut zu Patriotismus und wenn man irgendwas verbrennt. Und irgendwas mit Fleisch. Fleisch ist eine Delikatesse in der Stadt. Ich habe gehört, du kommst irgendwie an günstiges Fleisch. Aber wen kümmern schon solch kleine Details, wenn es darum geht, die Ketzer zu bekämpfen? Na gut, dann mache ich halt ein paar Burger. Exzellent. Bau das Zelt und fülle es mit Bier und Bau ein Imbissstand? Burger. Genau, Burger. Ich verbreite die Neuigkeiten. Sobald dein Zelt bereit ist und wir eine Hexe am Start haben, bereiten wir dem Volk eine einzigartige Verbrennung. Warum stehen da Wachen am Portal? Glaubst du, die Wachen hier auf dem Hexenhügel sind wirklich notwendig? Ich bin mir nicht sicher, aber es gehen Gerüchte in der Stadt um, dass jemand hier nach verbotenem Wissen sucht. Verdammte Ketzer! Beim letzten Mal haben ihre dunklen Rituale hier auf dem Hügel zum großen Knall geführt. Bei solchen Dingen sind wir lieber vorsichtig. Ich kann den Hügel im Auge behalten und dir Bescheid geben, wenn sich hier jemand herumtreibt. Die Wachen sieht man ja schon aus weiter Ferne.
Du hast recht, aber bist du wirklich vertrauenswürdig? Junge, ich bin die vertrauenswerte Person in Spee. Was brauche ich denn hierfür für meinen Stand? Das alles? Das war's? Und dann dazu ein paar Burger? Junge! Baue einen Imbissstand am Hexenhügel. Leute, also ich bitte euch. Mit sowas werde ich ja wohl spielen fertig. Nervt mich eher, dass ich da dieses dafür so viel Silber ausgegeben habe. Das betrübt mich. Okay, wir gucken gerade mal Technologien. Was habe ich denn noch zur Verfügung? Zombie-Gärtnerei will ich jetzt gerade noch nicht. Verdauung. Schreiberlein. Was habe ich denn da an Schreiberlein? Ich könnte ja einen Tischrang 2 nehmen. Vielleicht. Dann hätte ich auch ein paar Bücherregale. Das wäre eigentlich keine so dämliche Idee. Oder ich gucke nochmal hier. Was ist das? Geruch des Glaubens. Räuchergefäß. Wird das auch verbraucht? Ah, Moment. Ah. So. So. Wäre natürlich mal interessant zu wissen, ne? Brennt mir auch so ein bisschen unter die Fingernägel, das zu machen. Oder ich mache Alchemietisch 2. Das wäre auch ein Ding, was man machen könnte. Könnte ich beispielsweise mal so ein bisschen. Das hier wäre auch ganz geil. Kirchenarbeitstisch? Habe ich doch schon. Kirchenarbeitstisch. Eins oder zwei? Wir machen mal das. Ich brauche ein bisschen. Warte, Säureinjektion. Dafür brauche ich doch. Da habe ich gerade wieder Scheiße gebaut. Ich mache jetzt nur noch ein paar Karotten da rein. Dann weiß ich, dass ich für die nächste Aufnahme ein bisschen ruhig machen kann. Und dann würde ich auch sagen, lege ich ein kleines, aber feines Päuschen ein. Das habe ich mir nach all den schönen Arbeit hier verdient. Aber dass ich dafür jetzt auch noch Steinskulpturen brauche. Oh, das geht mir jetzt echt ein bisschen zu weit. Jesus. So. Wie viel Kohle haben wir denn? Guck ich. 105 Kohle. Und die Eisenlager quillen über. Das finde ich schön. So. Nach all den Problemen, die wir hatten, endlich ein positives. Etwas positiv. Wartet mal. Eins gucke ich allerdings noch nach. Wird sowieso später wieder resettet. Burger. Was brauche ich für einen Burger? Habe ich überhaupt ein Burgerrezept? Burger, Burger, Burger. Pfannkuchen. Fischsuppe. Nö. Omelette. Houston, wir haben ein kleines Problem. Ich habe keinen Burger. Wo gibt es denn ein Rezept für verdammte Burger? Jesus. Sandwich, Burger. Gebratenes Fleisch. Okay. Zwiebeln habe ich. Zwiebeln habe ich zu Genüge. Brot. Was ist denn Brot? Was ist denn bitte Brot? Okay, Brot ist hier. Kann ich herstellen, ist kein Problem. Gebratenes Fleisch. Kann ich herstellen, ist kein Problem. Zwiebeln haben. Super. Okay. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir haben hier für heute Pensum erfüllt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und ja, bis denne, euer Safi.